So. Moin. Dann noch ein spontaner Donosaurus-Stream. Ich habe da sehr Bock drauf. Wie ihr seht, ich stehe hier quasi schon im Stachel. Ich habe jetzt eine ziemliche Weile probiert, vorbeizukommen. Und ein bisschen was gelernt. Ich habe zuerst mit der Blocking-Mail versucht. Die blockt zwar Attacken, aber das heißt effektiv nur, dass sie halt Schaden abwendet. Die Animation erfolgt trotz dessen. Außerdem, wenn die Blocking-Mail triggert, ist quasi jeder Frame wird dann gerollt bei den Stacheln, weil dir ein Hit erst Invincibility-Frames danach gibt. Von daher ist das Ding absolut nicht hilfreich. Fledermaus funktioniert auch nicht, die ganzen anderen Seelen funktionieren nicht. Also habt ihr einfach mal ein bisschen rumprobiert. Und letztlich läuft es darauf hinaus, kann man überhaupt in diese, jetzt sieht man gerade, dass ich gerade rausgepresst worden bin, kann man dieser Zwischenlage die ganze Zeit sich theoretisch oben halten? Und die Antwort ist ja. Wenn man halt sieht, ich habe mich so weit rangetastet, wie es ging. Wenn ich aber springe, werde ich rausgepusht. Also müsste ich versuchen, drunter zu springen und dann eine Milliarde mal in der Sekunde A zu mashen. Woher ich das weiß? Weil ich mir einen Code geholt habe. Einen Cheat-Code. Der mir halt Free Flight gibt, also freien Flug. Moonjump gibt es auch. Dass man dieses A-Pressen simulieren könnte, aber das ist halt schwer. Und wenn ich jetzt halt R und Shulker bewege, kann ich halt mich hier so rumpushen. Wenn ich halt zu weit mache, dann gehe ich halt out of bounds. Aber ich kann halt mich oben am Rand entlang schieben und ich verändere nicht meine Hitbox als einfach nur mein Standard. Ich falle und bin halt noch nicht in der Wand drin. Wenn ich in der Wand zu sehr drin bin, dann rutsche ich halt durch. Und wenn man halt hier sieht, dass ich halt gerade rangehe, dann nehme ich den Schaden. Ergo, wenn es zu hoch wäre, dass ich nicht vorbei könnte mit meinem Modell, dann würde ich halt Schaden nehmen, während ich halt dann da fliege. Das zeigt halt, dass da genug Platz ist, theoretisch, dass man das halt ausnutzen kann. Ich habe das halt auch mit was anderem probiert. Nämlich Invincibility und Moonjump. Invincibility, ich kann halt überall rumlaufen, nehme keinen Schaden. Kann halt Sprung die ganze Zeit gedrückt halten. Kann Invincibility rausnehmen. Aber irgendwann nehme ich halt Schaden. Also es ist halt... jetzt habe ich was ausgelöst. Nicht schlecht. Aber es ist halt... Es ist nicht menschenmöglich. Es ist nicht menschenmöglich, das zu machen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Weil ich dachte halt auch die ganze Zeit, sich ins Aktivieren. Sie hauen dich nur die eine Richtung. Wenn es wäre, sich andersrum zu hauen, dann würde es halt gehen. Theoretisch. Aber das hast du halt nicht. Und ja, das Moonjump ist halt auch Geschmu, sag ich mal. Wenn halt irgendwie sich starkes Knockback holen könnte, um richtig weggefetzt zu werden, dann wäre das was anderes. Also wenn wir ein Monster hätten im anderen Raum mit sehr starkem Knockback und könnten das halt irgendwie ausnutzen, dann eventuell. Ansonsten müsste man schauen, dass man halt irgendwie einen Zip bewerkstelligt kriegt, hier an dieser Stelle zum Beispiel, über irgendwas, dass man halt sich dann durchklippt und dann eventuell das schafft. Dann halt eventuell mit Magic Steals halt arbeitet. Das könnte man halt quasi versuchen, um irgendwie durchzukommen. Das kann man auch ein paar anderen Stellen benutzen, aber ich habe da nichts gefunden. Aber ja, rein, ganz rein hypothetisch wäre das möglich. Aber nicht für uns. Also habe ich jetzt kurz den Visibility Code benutzt. Damit wir uns hier die Seite anschauen können, einfach nur um zu sehen, ob irgendwas gemacht worden ist oder nicht. Weil danach geht es in Richtung Finale, das ist das Einzige, was wir noch nicht haben. Ja, ich glaube, das ist mehr TAS-mäßig, dass man das halt mit regulären Gemash halt hinkriegt. Oh. Von daher. Serenity Rope liegt noch hier. Hat die auch eine Resistenz gegeben? Nee, es geht einfach ein bisschen in, aber ist das nicht auch schlecht als Elfenrope? 16 zu 14. Nein, das ist besser. Es ist die beste, zweitbeste Int-Tunik. Rüstung. Ich weiß es nicht. Aber das heißt, wir können hier noch ein bisschen erkundelinon. Aber egal. Eine andere Methode, die es theoretisch gäbe, ist, dass man im Dorf gibt es ja halt einen Weg.
den man halt andersrum freischaltet. Und wenn man halt da irgendwie runterklippen könnte, könnte man die Loading Zone berühren und damit halt im Raum landen. Ich glaube auch nicht, dass mit den Waffen, die wir hier zur Verfügung haben, funktioniert. Eventuell gibt es dafür ein anderes Setup. Mir ist das halt nicht bekannt, aber er hat hier zumindest die Sache nicht entfernt. Ich weiß gar nicht, ob es hier Vanilla-mäßig andere Waffen gibt, von daher. Ach, Schadenszahlen, ist das nicht schön. Na, gucken wir zuerst hier. So. Und wir haben Verteidigung. Ist auch ganz nett. So, und hier ist die nächste Schlüsseltür mit 666. Oh, das ist natürlich blöd. Müssen wir kurz schauen, ob wir das farmen können. Hier schon mal nicht. Ja, aber. Erstmal drei blaue Münzen effektiv, dann drei braune und dann halt wieder Silber, das hast du nicht gesehen. Ja. Gibt's hier nichts anderes? Ist das hier hardcoded? Ja, das sind ein paar zu viele zum Einsacken. Schauen wir uns mal den anderen Weg an. Ah. Oh Gott. Wir haben immer eine gute Faust. Hier müssen wir jetzt eine Tür aktivieren. Ah, wir können zumindest in den Untergrund. Schauen wir, ob wir hier Geld farmen können. Da. Spätestens wenn wir da oben sind, können wir das machen auf jeden Fall. Es ist halt auch ein cooles Gebiet hier zu haben. Es ist halt nur schade, dass es quasi super ultra optional ist. Und es ist halt darüber hinaus halt auch nichts wirklich so... Oh. Oh, hatte ich da nicht gut. Hm. Aber die droppt noch ihren Kram. Gut, die droppen halt noch ihren Kram. Das ist alles für eine Newspaper. Wow, und halt den Weg ist halt super whatever. Ja, da konnten wir noch den Rest, sammeln dann das Geld und gehen den Weg zurück. Kann man nämlich noch sehen, was hinter der Tür sich befindet. Ich glaube, das ist aber auch nur eine Rüstung oder ein Accessoire. Ich glaube nicht, dass man darüber noch irgendwie eine Waffe findet. Man findet auch in Dawn, glaube ich, die letzten Waffen auch nur in The Pinnacle. Und den Rest muss man über Synthesis machen. Ah ne, warte, das hier ist der richtige Weg. Also gehen wir zuerst hier nach oben. Ja, gibt es noch ein bisschen Rüstung. Ah, ne. Hier sind die jetzt wieder oben. Ah. Na gut, wenn ich schon mal hier bin. Ach, das bringt uns auf die Seite. Ah, das heißt, man müsste schauen, ob man hier oben dann irgendwie das aktivieren kann. Und hier gibt es halt immer noch die Axt. Ich weiß nicht warum. Das ist super seltsam. Und hier gibt es noch den anderen. Aber halt wirklich was Dramatisches gab es dann hier nicht. Oh, ich wollte 666, fuck.
Okay, jetzt brauche ich nur 30. Das ist gut. Noch 20. Nice. So, jetzt muss ich gut sterben oder so. Wieso mach ich, bei der Backdash ist auch nicht so gut. Von daher. Seit der hier ist halt. Seit whatever. Ich glaube nicht, dass der helfen würde. Oder man würde halt natürlich. Oder man würde halt irgendwie ein Clip durch Tier finden. Das geht halt natürlich auch, um dann halt hier reinzukommen, aber ja. Alles nicht so leicht. Ich habe mir Sorge, dass die Gegner dann halt random Gold droppen. So. Nice. Oh, der Goldring war hier hinter. Okay. Also wir haben nur für Geld farmen, also ziemlich whatever. Also es sind auch nichts Interessantes. Gut. Gut, dann geht's jetzt in Richtung Finale. Ja gut, dann haben wir alles soweit erkundet. Waffentechnisch sind wir auch am Ende. Auch wenn wir irgendwie manche nicht gefunden haben, aber es gibt nirgendwo mehr Spots, also müssen die halt, wenn überhaupt, immer Biss sein. Ah. Also wenn man dafür das Geld relativ unwichtig ist, also man da nicht irgendwie was wirklich farmen muss. Das Geld, was man so kriegt, ist auch mehr als ausreichend genug. Weil man sich halt aus dem Shop nichts wirklich kaufen kann. Von daher. Na gut. Nope, nichts von Interesse. So, dann Finale. Also gut, selbst wenn man nicht dahinter kann mit Shanoa, ist das absolut irrelevant, weil es da nichts Interessantes gibt. Ups. Das ist ja immer schon gut zu wissen. Also halt die Reality Rope wäre halt eventuell ganz nett für Int. Aber ich glaube, das. Gibt es was Besseres? Wenn dann halt nur als Gegner-Drop. Halt, es gibt noch die Berserker-Mail, das weiß ich, aber.
Halt, haben wir irgendwas, was mir Int gibt? Ich bezahle jetzt einfach mal. Halt 13. 14 Elfenrobe, 16 Strange Rope. Ja, das war's halt auch schon. Ja, solange halt nicht noch was von Gegnern kommt, ist man halt das für 2 Int. Aber es gibt natürlich halt auch besser Verteidigung als die Elfenrobe, nehme ich mal an. Elfenrobe ist 23, ja 41. Also es wäre schon cool für Caster zu haben. So ist es nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man da nicht hinkommt, beziehungsweise einfach nicht den Item-Spot abgelernt hat. Das hätte man durchaus machen können. Naja. Oh, da fehlt noch eine Cutscene. Ups. Oh, warte. Hippogriff wäre schön, aber das gibt's erst kurz vor Ende des Spiels, weil... Na? Und so... So. Schauen wir uns erstmal das Bad Ending an. Wobei, das können wir sowieso nichts mit tun, weil. Safe Data sowieso dann immer corrupted wird, von daher. Oh, halt, nicht Minion God, Minas Talisman. Den man glücklicherweise nicht verkaufen kann. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das ist, aber so ein Spiel, wo man ein Item braucht, um in der Story weiterzukommen, das kannst du verscheuern. Oh, ich hätte mir den Code raussuchen sollen. Für Instant Text, das macht das so viel angenehmer. Und ich kann nicht skippen. Nein, ist immer noch Dimitri. Just thank my lucky stars for making good my escape. Ach ja, was ein Meme. Okay, gut. Mal wieder die Mina-Katze vergessen. Ich frag mich nur warum. Naja. Na, mal schauen, wie das wird. Eventuell muss ich ja doch dann irgendwie auf Casting umwechseln. Bei den letzten Bossen, eventuell mache ich auch die ganze Zeit nur einen Schaden, wer weiß. Mit denen kann man nicht mehr reden. Und weg ist er. So, gucken wir noch ein bisschen die Minen. Das habe ich sonst nie gemacht, da eventuell gibt es ja irgendwo. Wer weiß. Ich bezweifle es zwar. Ich kann mich zumindest nicht an Item-Spots erinnern. Aber wir schauen einfach mal. Schauen wir mal. Oh, Schaden.
Ich kann Effektio machen. Kein schöner Raum. Weiß nicht, ob ich da runter will. Nein, will ich nicht. Gibt's auch wieder nichts. Gibt's in den Minen absolut gar nichts? Oh, halt, Moment. Ja klar, Gegner und so. Okay, Black Cloak. So, whatever. Und eine seelische Kulte. Oh mein Gott. Ja, das ist ziemlich yikes. Möchte ich mal so sagen. Ja, weil die Giftschnecke gibt es halt hier noch. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Oh. Oh, nein, 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 spring doch. Oh, ich drück Sprung und nichts passiert. Ich bin Gift und Curse. Ja, das kann ich auch über das Bichu eigentlich nachschauen. Ja, Flying Hunemann, der soll immer noch eine Seele droppen, aber kann ich nicht machen. Ich wüsste nicht wie. Muss ich sagen, bitte muss ich das nochmal probieren. Black Panther hat eine Seele. Madima. Ja, gut, Madima will wieder die Passive haben. Black Panther gibt eventuell Panther. Der verbaut dann. Und dann gibt's halt noch. Potenzielle Item Drops? Fragezeichen. Ja, von Stolas. Oh Gott, aktivieren! Ja gut, den Rest angeht, dann kann ich ignorieren, wie es aussieht. Na gut. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nämlich nichts gibt. Und daher. Oh. Ja, gibt nichts. Das müsste der Teleport sein. Anscheinend gibt es hier einfach wirklich nichts. Einfach nur. Kannst du den Weg finden? Fragezeichen. Der halt einfach nur so ein Zickzack ist. Na gut. Ich glaube nicht, dass er halt irgendwie extra Items hingelegt hat. Zumindest bezweifle ich das jetzt einfach mal. Na dann, schauen wir mal, ne? Wie schade ich mit meinem Devil-Gedöns hier mache. Oh, schneller. Oha, Hartmut bringt doch ein bisschen Änderungen zu Gegnern.
Oh, die sind so viel schneller auf Hard Mode. Damn. Das macht ja sogar einen Unterschied. Wie geil ist das denn? Oh nein, ich hab hier nicht die Flügel. Ups. Das sollte ich bedenken. Oh. Ups. Mein Fehler. Einfach schlecht. So schwer ist der nicht. Oh, ist interessant, wenn man aus der Sensenphase erzähl schon. Nice. Cause of the Power Spite. Danke schon mal lieber für den Speicherraum. Also ich kann gerade zugehen, aber. Danach soll ich wahrscheinlich schon mal kurz vor Ende zum Flying Humanoid gehen. Die Ende kann ich auch erst ganz am Ende holen, wer weiß. Ich glaube, es ist eine rote Seele das gewesen, kann das sein? Ja, Tatsache. Power of Spite 44. Ah, okay. Ich nehme an, das ist Dunkelheit. Also entweder ist der Schaden ultra scheiße. Oder. Oh, das ist halt wirklich Elektro, aber halt sonst ist nicht beeindruckend. Gut, jetzt können wir noch den Dämonen hier farmen. Dann Stolas, dann Panther. Aber Panther kommt erst danach. Aber er kann nur Items droppen, also darf er nicht so weit oben sterben. Ah, das ist die Berserker-Mail. Okay, Demon-Mail, Entschuldigung. Mehr Verteidigung einfach. Dachte ja eigentlich, die gibt. Okay, gut, dann ist es halt nur in Portrait so, dass die halt Verteidigungswerte ultra hart runter nimmt, dadurch wird den Angriff dezent erhöht. Ah, okay. Probieren wir es mal.
Wenn ich schon so einen guten Backdash wie Julius hätte. Dann steht man schneller vorbei. Naja. So, hier ist der Hypogriff. What? So kann ich nicht Hypogriffen. What? Moment, Hippogriff funktioniert hier nicht? What? Moment. Wir müssen ja nicht hier alle verscheißen. Moment hier. Das ist ey. Oh mein Gott, Hippogriff funktioniert nicht. Wie scheiße ist das denn? Oh mein Gott. Ja gut, das ist jetzt halt einfach bessere Mobilität hier, das ist okay für die paar Stellen, die jetzt noch kommen. Ja, muss ja gut gehen, warum Flying Human noch existiert, also warum man noch eine Seele hat. Wenn es nicht gehen sollte, hätte er ja was wahrscheinlich entfernt. Muss ja einfach die, wahrscheinlich die ganzen Seelen testen, obwohl ich glaube, dass ich das schon gemacht habe. Ja, wenn du gehst ja erst mit einer Boss-Seele, wer weiß. Oder hätte es gemacht, damit man nicht an den Chaos String rankommt. Das könnte auch sein, was sehr mies wäre. Ein Schaden. Ja. Moment. Okay, wir haben noch Prisms. Oh, die Federn werden sogar von dem Tornado aufgesaugt, wie cool. So, hier müsste jetzt der Final Guard sein. Hat auch mehr Flügel. Dann jetzt mal Latschen die White Dragons. Ich hab Sorge, dass du zu viel Schaden hast, Kumpel. Glaubst aber nichts. Okay, Master of Randomizer ist sehr scheiße, wenn es dann irgendwie Hippogriff voraussetzt und man kommt nicht weiter. Na gut. Na gut, das soll jetzt nicht meine Sorge sein. Jetzt erstmal heißt es arbeiten und schlagen. Sollte nicht zu schwer sein. Eigentlich. So. Ja, blöd. Okay, zu viel Damage. Oh.
den Backdash nicht rausbekommen. Oh, das reicht nicht. Warum diese Scheiß-Pattern? Oh. Warum machst du nicht noch einen kleinen Hüpper? Oh, ist das dein Ernst? Ah, natürlich. Nein. Oh, ich bin tot, ja. Ich hätte mich einfach in die Ecke crouchen sollen. Nein, spring doch! Ha! Zu spät gewechselt. What? Er ist einfach zu langsam. Aber das war das. Oh, das könnte gut sein. Ja. Oh, okay, ich muss aber das ein bisschen sehr viel früher aufsetzen, okay. Dann ist wahrscheinlich das hier eine ganz gute Idee im Moment. Rune Ring. Außer er macht sowas! Au. Ich glaube, ich habe nicht Dingens gespeichert. Nope. Moment. Oh. Ups. Okay. Well. Mann, ey, wie oft kommt denn dieser Scheißsprung, du Ratzbacke? Danke, so schwer war das nicht. Okay, aber dann kann es ziemlich problematisch werden, wenn man schon sehen nicht hat. Oh, what? Wieso einfach Abaddon? Ja, ist einfach Abaddon. Kann sein, dass eventuell eine andere gegeben hätte, die ganz gut gewesen wären. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Nee, hat entsprechend zu viel Cooldown. Volcano eventuell. Kommt auf jeden Fall schneller raus. Bleibt aber halt nicht auf einer Stelle. Könnte man aber auch benutzen, wahrscheinlich. Das könnte, je nachdem wie die Hitbox ist. Oh, das hätte gut funktionieren können. Moment, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder? Nein, wir haben Safe States, können wir ruhig hier testen, Mann. Wenn wir schon mal hier sind.
dieses ranzige Stück Scheiße ohne Flachs. Alter Schwede. Ja, das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Oh, ich kann mehrere davon setzen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Oh. Ja, okay. Das wäre auf jeden Fall die Lösung. Angriff, werfen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall die Lösung. Gut. Hat sich das schon mal für die Zukunft geklärt. Man könnte wahrscheinlich ein paar andere Tests, aber einfach Torpor nehmen. Nehme ich mal an. Akuni geht theoretisch, aber Akuni ist scheiße. Tatsächlich. Ja, aber es ist halt so schnell vorbei. Und daher. Illuminato ist halt gar nicht so schlecht, aber trackt halt Gegner, das ist das Problem. Das heißt, würde halt auf Abaddon immer zielen. Und geht halt auch sehr schnell vorbei. Könnte gehen. Man könnte auf jeden Fall ein bisschen was nehmen, so. Aber ja gut, das soll jetzt nicht hier das Thema sein. Außer er springt sich einfach gleich zu Tode. Ich habe ihn noch nie so viel springen sehen. Ich habe hier schon einige Runs gemacht, plus halt Rom-Hex. Das ist erstaunlich, wie viel er gesprungen ist. Vor allem halt dieser Doppelsprung oder halt direkt nach seinem... nach der U-Beschwörung halt einen großen Sprung zu machen, ist auch ein bisschen sehr arschig. Griff, das für mein Motion nehmen, ist faster Movement. Ja, okay, ist einfach Panther. Ist jetzt hier auf den letzten Metern auch ziemlich scheißegal. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Speedruns kann der First Drop ein paar Sekunden speichern, aber hier ist es egal. Vor allem, weil ich nicht Hippogriff habe. Ist das natürlich auch sehr blöd. Wieso mache ich nur 2 Schaden? Oh, weil ich Starkbrand nicht ausgerüstet habe, genau. So komisch, dass der letzte Raum weiße Drache und Succubus ist. Gut, damit habe ich jetzt alles an möglichen Seelen. Oh, ich dachte, es ist gerade aufgegangen, ey. Das ist der falsche Ort, Moment. Hier ist er. Na, probieren wir mal. Mehr haben wir nicht. Vor allem haben wir auch keine weiteren Waffen gefunden. Also einfach manche nicht verfügbar. Jedenfalls nicht so wirklich. Na gut. Kommen wir zuerst ganz mit Blau, sind wahrscheinlich schneller. Vorstellen, dass das Gimmick anders ist.
Macht nichts. Nichts macht hier halt wirklich Sound. Ist da oben gerade was passiert? Nein, okay. Das ist jetzt Slime. Könnte wirklich sein, dass er sich drin gelassen hat, damit man nicht den Chaos Ring kriegt. Was wirklich schon extrem arschig wäre. Zumal es sowieso Hard-Mode-only ist. Das ist einfach der Wurm. Das ist einfach ohne, nur besser. Er würde nicht viel Schaden machen, aber naja. Das ist ein Killerfisch, aber haben ja überhaupt keinen Schaden gemacht, der richtig enttäuschend, Mann. Ja, jetzt habe ich ja nur noch Abaddon und Acerbatos. Ja, einfach damit man sich nicht den Chaos Ring holen kann. What the fuck? Was ist dieser Bullshit? Das ist schon ein ziemlich arschiger, muss ich meine Eltern über den Chaos Ring entfernen können. Aber nein! Stattdessen einfach das. Du hast halt nichts, um den Sound zu erzeugen, um das auszulösen. Waffen wirst du auch nicht haben. Aber ich habe irgendwo was übersehen, aber. Wollte nicht. Müsste soweit alles eingesammelt haben. Na gut. Dann auf zum Finale, würde ich mal sagen. Oh, bitte sei nicht. Ich meine, das bitte sei so mal cooler. Das wäre so viel angenehmer. Wir haben kein Hippogriff für. Also, wir hätten kein Hippogriff für Mensch. Das wäre richtig scheiße. Wenn nicht, muss ich wahrscheinlich so noch ein Inset bauen hier. Na gut, dann schauen wir mal. Geht's. Oh, fuck. Na, dann schauen wir mal. Also einfach nur Dead Story, also wird's wieder Menace oder was? Also es ist wirklich Menace, worauf es hinausläuft. Oh mein Gott.
Nein, die Fahrt geht halt immerhin schnell und das Bein auch, nur der Kopf wird scheiße. Steckt halt hier unten fest. Oh, ich glaube, mehr Räten kann das sein. Ah, gut. Ich glaube, nur einer hittet. Die Musik ist ein wenig kaputt. Wo ist mein Rosary? Da. Ja, wenn es halt Licht ist. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auf Heilung gehen. Siebenunddreißig, wow. Das ist nicht tracked, ey.
Oh Gott. Ja. Danke dafür. Wow. Schade. Lief gut. Bin schon untergefallen und der Spam hört nicht auf. Man ist einfach ein toller Finalboss. Überhaupt nicht an dir abhängig oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse überhaupt nicht diesen Boss. Bis immer dem Ende. Nein, den Boss nicht. Oh. Furchtbarer Boss. Na, dann machen wir das mal. Ganz viel Spielspaß. Klar, ist okay. Sonst immer nur, wenn ich... Na egal. Konnte sich so mal cool einfügen. Nee, nee. Wurde die Scheiße priorisiert als den fucking Hauptkoppen. Wenn ich beweise, dass einfach, wenn es nichts anderes ist als ein Map-Prop, dann weiß ich auch nicht. Fünf Stück einfach mal. Sechs. Sieben. Krieg ich noch mehr?
Oh, das ist ein Safe Spot. Okay. Gut zu wissen. Und das hier Schaden? Nein, auch nicht. Ach, die Platten sind generell safe. Da hat er keine Hitbox, schon klar. Wie das einfach die ganzen Kugeln weglenkt, überhaupt nicht nervig oder so. Alter. Oh Gott. Oh, ist das dein... Ich wollte die Platte droppen, bin zu weit gelaufen. Schnarch, geh fest von einem Boss. Aber ja, es ist einer der besten Bosse, laut Jupiter, ja, ja. Okay, der hat mich sowieso alles one-shottet.
49. Geht das noch besser? 36. 40. Ich weiß nicht, was ich dann noch mache. Ja, dann sterbe ich halt, weil ich nicht mehr Flügel habe. Das ist doch alles furchtbar, ey. Barabos, furchtbarer Boss. Halt, ich habe halt keine Option, weil ich dann nicht. Doppelsprung reicht nicht und ich kann Hippogriff benutzen. Oh, ist das frustrierend! Es ist unfassbar frustrierend. Alter Verwalter! Ich kann nicht fucking. Wieso kann ich Hippogriff nicht benutzen? Das ist hierfür ausgelegt! Oh. Mann, ey! Stinkende Scheiße ist das einfach. Das ist halt nichts. Wie macht denn diese komische Kugel? Ohne den ganzen Boost. Ja.
Keine Option, nach unten anzugreifen, ey. Okay, was ist die Moral der Geschichte? Fuck Magie. Inskaliert besser. Ja, aber fucking Devil existiert. Oh, fick diesen Boss, ey. Stell dir einfach vor, ohne Devil mit Magie die ganze Zeit, sobald die wieder 7 Spawns kommen, hast du einfach nichts. Hättest du nur nicht den regulären Magieregen, wäre das sowieso alles für den Arsch, ey. Gut, Level 1 ist jetzt nicht vorgesehen, aber... Es zeigt sich halt, was wirklich stark designt ist und was nicht. Und die Sprüche sind es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls nicht für Menace. So mal cooler wäre eine ganz andere Geschichte gewesen. Auch das wäre scheiße gewesen. Sind wir mal ehrlich. So mal cooler wäre auch kacke gewesen mit seinem Larvensprung. Der Rest wäre okay. Wobei, ich habe keinen Hippogriff, also wäre es auch scheiße gewesen. Aber mein, ich habe nichts gesagt. Fein, Junge, wir finish hier, let's go. Och, dem könnte ich nicht mehr beipflichten. Aber ich sehe gerade, ich übertrage in falschen Einstellungen wieder mal. Hey, weil ich jedes Mal vergesse umzustellen. Wegen Pokémon XD, der dunkle Sturm. Hervorragend. Ach ja. My favorite kind of magic. Lesbomancy. Schön. Das war jetzt also Schnoa
in Dawn of Sorrow. Ich kann das hier mal so langsam wegpacken, denke ich mal. Shenhua in Dawn of Sorrow. Hard Mode Level 1 Stats Cap. Wie fand ich das denn jetzt? Mage zu sein, ist das jetzt gerade für mich ein wenig schwer zu beurteilen. Man muss, also generell erstmal irgendwie, bevor die Kritik generell falsch aufgenommen wird. Es ist cool, dass es da ist. Es ist immer cool, wenn solche Fanels da sind, die ein bisschen mehr machen als nur sowas, was Nightmare Mod hat gemacht hat, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist wieder ganz geile Kunst. Gab auch schon besseres oder auf jeden Fall aufwendigeres. Aber das muss ja nicht heißen, der Rest ist scheiße, nur weil es weniger aufwendig ist. Das Shenhua hier drin ist ganz cool. Das. Ich meine, das Hauptgameplay ändert sich, das ist ja die Hauptsache. Das heißt, das in dem her sich da nichts tut, nicht an Gegner, nicht an Bossen, ist halt schon ein bisschen traurig. Dass Hardmode ein paar Änderungen hat, habe ich jetzt bestätigen können. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Aber ja. Summa summarum. Schwierig. Shenhua hat halt normalerweise den Vorteil, dass du halt mit den Tasten ganz schnell hinterher abwechseln kannst für viel mehr DPS. Deswegen auch nicht so schlimm, wenn solche Schwerter halt mit ihrer mittelmäßigen Reichweite halt nur irgendwie 10 Schaden pro Schlag machen, weil du machst halt bam, 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 bam und kriegst halt damit deine DPS. Das hast du hier nicht. Die Waffen hätten schon irgendeine Form von Kompensation vertragen können, weil das hier ein ganz anderes Meta ist. Dann geht es, viele der Waffen einfach echt schlecht, oder was heißt schlecht, man kann sie für weite Teile des Spiels benutzen, also ergo alles, was vor Aguni kommt. Dann wird der Schaden wieder so hart abfallen, dass man ohne Devil mit Waffen auf jeden Fall nicht weiterkommt. Außer du hast La Piste, wie auch immer das heißt. Das ist die einzige Waffe, die Hardcore ist. Mit Hardcore meine ich Hardcore OP. Das ist wirklich extrem erstaunlich, wie stark diese Waffe ist. Sound Mode. Nur Musik. Nehmen wir das. Oder das? Nein, nehmen wir das. Das Credito-Theme. La Piste ist wirklich hart. Hart übermächtig. Und hätte ich die Waffe nicht gehabt, wäre das alles maßlos viel schwieriger gewesen. Ganz eindeutig, weil ich auf Level 1 Hardcap bin. Mit. Oder halt Level 1 Stats. Auf Hard Mode. Da wären einige Boss auf jeden Fall schwieriger gewesen. Ich meine, das Level 1 hat dafür gesorgt, dass ich halt nicht wirklich mit der Face-Tank Heilung stattgehen kann, weil die Gegner zu viel Schaden machen. Das ist halt ganz cool, dass man da halt sich nicht auf Potion-Tanking verlassen kann. Bei Gegner hat es auch eine ganz lange Zeit gewartet, bis ich mir halt Everything geholt habe mit Skill, die ich hinzufügen möchte. Da war ich auch sehr stolz drauf. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass halt, wenn du keine Level hast, dann ist das alles halt noch schwächer. Aber ich denke nicht, dass es viel geändert hätte. Ja, mit 20 Leveln mehr hätten die Lichtgeschosse eventuell 60 bis 70 gemacht. Und ich hätte eventuell einen Treffer von den Seekern überstanden. Aber Waffen hätten trotzdem einige Hits gebraucht. Außer ich hätte Lapis D benutzt, weil das halt shreddet. Halt die besten Waffen sind halt wirklich die Lanze. Von allen Waffen generell. Also die hatte keinen Arc. Für einen Arc willst du halt Schwert oder Mace benutzen, was auch immer, was halt immer die beste Hitbox hat. Und ansonsten eigentlich nur die Lanze. Wenn du sie halt quickjumpst, dann hat sie keinen Lag, du kannst irgendwas raus Backdash canceln und dann halt springen, wenn nur der Mann ist. Aber das Ding macht dicken Schaden und hat mit Abstand die beste Reichweite. Und das ist extrem gold für dieses Hit-and-Run-Poking. Und wahrscheinlich hätte auch diese Waffe größtenteils benutzt, wenn ich nicht halt Lapis Steel gehabt hätte. Würde ich persönlich einschätzen. Hast halt Waffen, wo man sich fragt, warum? Halt, du hast Schwerter, du hast Rapiere, du hast Shackles. Und die. Da könntest du zwei Bäume von streichen und es macht gar keinen Unterschied. Halt, die Hammer sind relevant, weil es halt der Ersatz für Großschwerter ist, was den Arc und die Hitbox angeht. Muss ich nochmal anklicken? What? Oh, ist doch falsch.
Nein. Okay. Ansonsten, wie gesagt, halt Lanze, Hammer und das war's effektiv. Es ist auch nur schade, dass es halt nur zwei Sonderwaffen jetzt gab. Ich meine, ich hab jeden Gegner geklatscht, da gab es auch sowieso keine Waffendrops. Und ich hab alles an Spots abgegrast für Waffen und Co. Es ist auch einfach vieles aus Hammer Shop raus. Von daher ist es ja schade, dass halt effektiv halt nur Lapis und Ignis reingeschafft haben. Ignis ist an sich ganz cool, deswegen auch eine Waffe, die ich sehr gerne benutzen würde, halt wegen der Coverage und mit mehr Schaden, weil es auf jeden Fall auch gut. Aber ja, auch die würde davon profitieren, wenn man schnell feuern könnte. Da gäbe es sogar was. Moment. Moment. Das muss ich mal nachschauen. Das interessiert mich jetzt gerade sehr. Funktioniert das? Na komm, wo bist du? Hä? Ah, da. Moment. Oh, nicht so gut wie... Also man kann weiter den Cancel machen mit Schusswaffen, aber... Dafür kommt halt immer nur dieser Ring raus. Die Projektile brauchen zu lange und die werden wahrscheinlich auch nicht instant sein, nehme ich mal an. Es wird schon eine Hitbox hier passen, nehme ich an. Ja. Belastend. Belastend. Okay. Das ist natürlich scheiße. Okay. Da kann man deinen Stand doch nicht großartig verbessern, weil du halt diese Casting-Zeit hast, leider. Das ist doof. Na gut. Doch dessen hat es halt Coverage. Feuerelement ist nicht das Schlechteste zu haben, von daher. Ansonsten kann man hier noch kurz schauen, das sind meine Endstats. Fast 100% von der Karte. Und ja, knapp 4,5 Stunden. Eine gute Zeit davon ist einfach bei Mendes draufgegangen. So ein Scheißboss, ey. Ist halt einfach die Sache, was halt auch bei vielen Waffen dann einfach problematisch ist. Halt Mendes. Der Boss ist einfach scheiße. Halt der Kopf und das Knie, was auch immer. Okay, wenn da scheiß Reichweite, das ist auch alles sehr unspaßig. Aber dieser Kopf, du kannst nur einen Hit landen in diesem entsprechenden Tempo. Und wenn jeder Hit einfach nur so 60 Schaden macht, dann sitzt du ewig da. Ich habe den Lanze gehauen für 65 Schaden oder so pro Treffer und selbst das hat 5 Minuten gedauert oder so. Ist einfach ein furchtbarer Boss. Halt wird vom Tracking einfach nicht erkannt für solche Sachen. Hatte ganz diese Intervallpausen und die Hautfähigkeit von diesem Kampf ist halt einfach nur. Achso, wenn du übrigens der Flügel nicht auswählen, nicht immer gefasst hast, ist auch sehr scheiße. Danke dafür übrigens. Und die Hautfähigkeit vom Kampf ist halt wirklich, wie viele er von den Spawns beschwört. Die Spawns sind die eigentlichen Bosse. Und wenn dann hinter ihm gefangen bist und einfach 7 Spawns oder so nachkommen, Halleluja, wünsche ich dafür Spaß. Aber ja, wie gesagt, halt. Cooles Konzept eigentlich. Gameplay-technisch war es halt auch ganz nützlich, aber im Endeffekt lief es dann halt darauf hinaus, okay, ich muss das gute Zeug benutzen, das beste Zeug ist auf jeden Fall Lapis Till. Ignis ist halt einfach da, geht, sag ich mal. Normale Schusswaffen sind angenehmer, aber bessere Reichweite. Auch wenn die Damage-technisch hart abfallen, weil normale Schusswaffen kannst du nicht boosten. Was ein bisschen sehr saugt. Lanzen sind dann noch gut. Der hat halt Großschwerte, weil so halt in dem Fall halt Hammer hätte halt noch seine Nische, sein Nutzfeld. Und den ganzen Rest kannst du in die Zone treten. Was auch ein bisschen komisch ist, ist halt, dass Int-Builds noch mehr gegimpt werden, weil du Jacks da unten halt unerreichbar machst. Warum? Wäre ein kleiner Map-Edit einfach ein bisschen größer machen, die Lücke, und das reicht. Oder das Tor offen machen. Okay, gut, das Tor wäre halt schon scheiße. Weil du dann halt sehr früh da runterlatschen würdest. Mach einfach halt unten eine der Blockreihen weg. Fertig. Ist wurscht, ob scheiße aussieht. Und schon kann man da erkunden und sich halt das Serenity-Ding anzuholen. Das wäre eventuell ganz cool für Leute, die halt dann primär mit Int spielen wollen würden. Aber hey. Scheinbar war das nicht auf dem Plan. Na gut. Das mal dazu. Werde ich es nochmal spielen? Ich glaube nicht. Maximal halt noch ein Mage Run.
da aber nicht auf Level 1 hardcapped. Hard Mode wahrscheinlich, weil ich mag, das sind nicht wirklich viele Änderungen, die es reinbringen. Also halt, ja, mehr Schaden von den Gegnern, dass man da halt nicht einfach durchface mit dem Körper. Das finde ich halt cool an Hard Mode Geschichten. Und halt, dass zum Beispiel Death halt marginal anspruchsvoller ist, ist auch ganz cool. Wäre schön, wenn es bei mehr Bossen was geändert hätte. Das gilt generell für Hard Modes und ähnliches, aber naja. Naja. Ansonsten, glaube ich, würde ich das nicht nochmal spielen. Es gibt noch einen weiteren Shinoa-Mod. Also, wenn wir jetzt mal Out of Ecclesia-Mods direkt ignorieren. Etwas, was ich auch bisher hier noch gar nicht gemacht habe als Stream, was einfach daran liegt, dass ich Ecclesia von den ganzen NDS-Vanias am wenigsten mag. Und es gibt auch ein, zwei andere Vanias von den GBAs zum Beispiel, die ich bevorzuge. Also, teilt sich so den Platz mit Aria. Ich würde stattdessen Harmony of Dissonance bevorzugen. Nicht Circle of the Moon. Damit kann man mich jagen gehen. Aber ja, mal schauen. Irgendwann kommt das wahrscheinlich hier. Da wahrscheinlich nicht das Vanilla-Spiel, sondern irgendein Mod oder so, weil... Mann, finde ich die Vanilla-Ecclesia langweilig. Uiuiui, ey. Vorhin finde ich halt auch, dass es nach hinten hin extrem nachlässt, aber... Also, es nimmt sowohl zu, als auch, dass es nachlässt, aber das kann man bitte dann durchgehen. Wie dem auch sei, war das jetzt eine coole Erfahrung. Lapis Diff for the win. Ich bin sehr gespannt, mir den Stream von Jupiter anzuschauen, ob er die Waffe gefunden und ausgenutzt hat oder nicht. Ah ja, Flying Humanoid. Nicht treffbar, hat die letzte Seele. Danke, dass man sich nicht Chaos Ring holen darf. Der ist sowieso obsolet, weil es den Runenring gibt, zusammen mit dem MP-Regen, wie man ja gesehen hat. Von daher, whatever. Ich verstehe zu dessen nur nicht, warum das da vorhanden ist. So. Hä? Oh, halt, stopp. Eine Sache, die man noch machen kann. Moment. Das können wir noch tun hier. So, und weil ich das jetzt nicht, Ding jetzt machen möchte. Ich könnte es auf Level 1 machen, aber das ist eigentlich ziemlich egal. Moment. So. Hast du immer noch die gleichen Stats, kann das sein? Oder sind die Winde ein bisschen höher? Ja doch, sie sind höher. Ich weiß nur, ob man es hier noch, wenn es einen neuen Kram gibt, und ob man ihn dann entsprechend nutzen kann. Scheiße, diese Waffe. Oh. Oh mein Gott, kommst du da bitte runter? What the fuck? Die RPG gibt es noch.
What? Achso. Boss Rush können wir noch am Ende machen, um uns die ganzen Waffen anzuschauen. Ob sie sich normal verhalten oder ob die abgeändert worden sind oder nicht. Okay, Death Rope gibt's auch noch. Nice. Oh, fehlt ja noch eins. Thank you.
Er sprung. Okay, man kann durchlaufen, wenn er die Verwandlung hat. Nice. Können wir es hier mal anschauen. Oh, nochmal Paranoia. Da irgendwo. Da ganz oben. Nehme ich mal kurz hier das da. Da muss ich auch wieder aufpassen, weil, ne? Ah ne, was tue ich hier gerade? Iron Golem haben, nehmen nur einen Schaden. Moment. Das da war schon richtig. So. Schauen wir mal, ob sich die Waffen irgendwie abgeändert haben. Wahrscheinlich nicht. Also erstmal können wir wegen Deathrope. Oh, what? Darkness Tunic ist sogar besser, außer wenn es um Int geht. Da ist die Deathrope am besten. Aber das kann man erst machen, sobald das Spiel durch ist. Von daher, hey. Ah, okay. Sehr gut, dann erstmal Chakus. Ist genau gleich. Ja. Also ist wahrscheinlich auch genauso mit dem Schaden sich verhalten. Ja. Dann haben wir den Terrorbär. Er ist auch so eine mutiert Waffe. Die RPG wird wahrscheinlich sich verhalten wie die RPG. Also einfach dicker Schaden. Das dürfte auch wieder fix sein. What? 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 What the fuck? Ja, nimm das hier. Ist ein Spielzeug. What the fuck? Ah, schön. Okay, hat schon mal genug dafür, Bossrush zu machen. Oh, Mann. Da machen wir uns mal noch hier wunderschön. Wunderschöne Musik an hier. So. Okay, dann wird da irgendwas an den Animationen und Adressen geändert haben, weswegen die RPG nicht mehr funktioniert. Okay, haben wir das schon mal rausgefunden. Oh, wie geil ist das denn? Gut, dann verabschiede ich mich aber jetzt wirklich. Hier wird es auch keinen Nachfolge-Extra-Part nochmal geben. Dann wird alles gemacht. Wenn ich das nochmal irgendwann angriff, nehme dann halt nur als Caster. Wenn wir mal schauen, wie das läuft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man hatte Spaß. Bei mir war der Spaß durchaus zwischendrin vorhanden. Andere Male nicht. Balance ist ein bisschen sehr fraglich. Einige der Entscheidungen auch. Hippogriff zum Beispiel, aber. Na gut, und Mendes saugt immer noch als Finalboss. Furchtbarer Boss. Na gut. Mal schauen, was ich das nächste mache. Wahrscheinlich das ZX-Pack den Extra-Modus in Angriff nehmen.
mit Extreme Zero, da habe ich mehr Lust drauf. Bisschen von eurer Stretch-Qualität bin ich einfach eher überzeugt. Von daher, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Glubschen, Zuhören, Lurken, was auch immer. Man hört und stört sich. Bye.